Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Dishonored. Es ist eine ganze Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich habe die ersten 8 Folgen, glaube ich, in 2 Aufnahmerunden oder so aufgenommen und habe dann eine ganze Weile schleifen lassen. Ich glaube schon einige Wochen oder Monate. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben mittlerweile ein neues Jahr. Ja, mittlerweile 2017. Und keine Ahnung, es ist eigentlich schon recht spät, aber ich habe irgendwie voll Bock auf Dishonored bekommen. Sokolovs Gesundheitselixier. So. Nein, ich kann nichts mehr tragen. Okay. Ich bin auf jeden Fall mehr motiviert als vorher, dieses Spiel weiter zu spielen. Und ich lasse mich auch von dem ganzen Gelesen nicht davon abhalten, hier alles zu zerstören. Das ist ganz wichtig. Hier muss jede Flasche runter. Geht gar nicht. Ich kann keine Flasche auf dem anderen stehen lassen. Das ist, ja. Ich kann keine Flasche auf der anderen stehen lassen. Kann ich irgendwas einfach absetzen? Explodiert die jetzt gleich? Kann ich die Waffe noch irgendwie wegstecken? C ist hocken. Warte mal, hey. Das ist blocken? Ernsthaft jetzt? Und C, hey. Habe ich vielleicht einen Controller gespielt, das Spiel? Wow, was war jetzt? Achso, ich habe J gedrückt. Okay, Entschuldigung. Gut, so. Belassen wir uns einfach mal und wir gucken mal weiter, was hier geht. Ich habe leider vollkommen vergessen, was ich genau machen sollte, bin ich ganz ehrlich. Aber das soll uns nicht davon abhalten, hier alles zu zerstören. Das Leid des Leviathans. Auszug aus einer Abhandlung über einen von der Handelskammer von Watchshore verbotenen Bericht. Ja. Aussprache, Spiele, Titel, klar. Nur wenig ist über Pacotti bekannt, dem Verfasser einer Reihe von Pamphleten gegen den ehrbaren Berufsstand der Walfänger. Er mag ein talentierter Autor sein, doch seine Ansichten sind Unsinn und gefährden das Wirtschaftssystem des Kaiserreichs. 01 Versklavung. Über die Zucht und den sparsamen Umgang mit Walen im Gegensatz zur Jagd der Bestien in der Wildnis nach einem natürlichen und freien Leben. Pacotti bietet keine Lösung dafür an, wo diese gewalttätigen, bösartigen Kreaturen geweidet werden sollen. 02 Auflösung. Klagen über die Zerstörung des sozialen Gefüges zwischen Mitgliedern der Herde. Pacotti benutzt sogar den Begriff Familien. 03 Harmonie. Geschwafel über das ästhetische Wunder, was in Wirklichkeit nichts als der große und bedrohliche Ozean ist, der uns fortwährend zu verschlingen droht. Enthält Argumente für eine sanfte Natur der brutalen Tiere, eine Ansicht, der an Land kommende Seeleute heftig widersprechen, die mit aufgerissenen Augen von der Grausamkeit der Wale erzählen. 04. Zerrüttung. Pacottis Schwester Argumentationskette, in der er fieberhaft Warnungen gegen die Vertreibung bzw. die Entführung der Bestien aus ihrer natürlichen Umgebung zu Papier bringt. Ich habe kein Wort verstanden, auch wenn ich es selber gelesen habe. Ich versuche auch mal ein bisschen langsamer zu lesen, aber zu quatschen werde ich natürlich nicht langsam machen. Wir gucken uns mal noch ein bisschen um hier. Globus benutzen. Die Spiegelung ist ja cool. War die auf der Xbox auch schon? Ich habe das Spiel ja auf der Xbox 360 schon mal angefangen und an der gleichen Stelle aufgehört. Aber ich habe es natürlich jetzt nochmal von neu angefangen, weil ich gerade voll Bock habe, die Flaschen zu zerstören. Da kam gerade Blut raus. Ich glaube, die Flasche hatte ihre Tage. Okay. Hui. Hui. Entschuldigung, ich habe gerade tierisch Bock, alles zu zerdeppern. Also vom Namen würde das erstmal aussehen wie... Ja, irgendwie das weibliche Geschlechtsteil. Ja, ich habe eine ganz komische Auffassung von vom weiblichen Geschlechtsorgan. Habe ich eine ganz komische Auffassung. Brot essen. Warum nicht? Welches der Bücher müssen wir wohl drücken, damit wir weiterkommen? Es regnet und durch das Zeitungspapier kann man nicht sehen, was passiert. Huch. Ah. Dr. Galvanis Geheimzimmer. Ratteneingeweide. Ja, Money. Gut, Missionshinweise. Durch die Vergiftung des Elixiers der Bottle Street Gang mit Ratteneingeweiden wird jeder, der das Elixier zu sich nimmt, mit der Seuche infiziert. Dazu gehören die Bottle Street Gang und diejenigen, die ihr das Elixier auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Abkaufen. Achso, die ihr... Okay, gut.
Okay, das haben wir schon alles. Gut. Noch was zu lesen? Ich gucke mich erstmal um. Ich will mich erstmal gründlich umgucken, damit wir auch ja nichts übersehen. Okay, da komme ich hoch. Komme ich da hoch? Na, warte mal. Warte, 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 warte. Oh, ist doof. Okay, dann lesen wir nochmal eine Runde. K Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Ich versuche mal, ich sollte auch das hier oben mal mitlesen. Gekürztes Gespräch, Anhang eines formellen Berichts eingereicht von Gruppe 17a der Stadtwerke. Ich wurde gebeten, von dem Problem zu erzählen. Von dem Problem zu erzählen. Also los geht's. Jedes Jahr arbeiten wir im Monat der Netze wie verrückt. Ich sehe meine Familie so gut wie nie. Schlimm genug, dass die Kanalisation mit Müll, alten Kisten und Netzen verstopft ist. Es riecht da unten auch noch wie Hexenfischeingeweide. Wir müssen unsere Arbeit bis zum Monat des Regens abgeschlossen haben. Sonst sind wir in Schwierigkeiten. Und das bedeutet nicht, dass wir von diesen Schnösen in der Bauabteilung Hilfe bekommen. Ich mache diesen Job jetzt schon seit 28 Jahren und habe noch nie einen von denen hier runterkommen sehen. Höchstens mal, wenn sie ausmessen, ob der Untergrund stabil genug für eine ihrer neuen Brücken sein wird. Die letzten 3 Jahre waren die schlimmsten, und zwar sind die Flusskriecher daran schuld, haben sich in der Kanalisation verkrochen. Wenn wir einen von uns rufen und schreien hören, als ob er verbrennen würde, können wir nichts anderes tun, als nach oben zu klettern. Er oder wir. Eine neue Notiz zum Tagebuch hinzugefügt. Sehr gut. Hat hier gerade jemand gemacht oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir gehen mal weiter. Wir müssen. Wo zeigt. Ah, da unten. Ah, zurück zum Distilleriebezirk. Ha! Wir gehen hier durch. Da, da, da. Ja. Zum Bolivar. Irgendwie sieht das alles total verpixelt aus. Oder habe ich was an den Augen? Also ich habe das Bild. Ich habe das Bild in der höchsten Auflösung. Oder warte mal kurz. Mal ganz kurz. Grafik. Charakterdetails. Normal. Joa. Also, warte mal. Das war das nicht. Grafik. Kann ich hier gar nicht ändern, gerade in-game oder wie? So. Wegen Intensität. Ich mach die mal ein bisschen runter hier. Ja, ist schon was besser. Weil ich habe nämlich gemerkt, dass manchmal diese Kopfbewegung oder die Bewegungsunschärfe dann doch ein bisschen ja, die Aufnahme ruiniert. Und ich hatte zwar mal geguckt in die ersten paar. Also in die paar Folgen, die ich bereits aufgenommen hatte, und da ging es eigentlich. Hat zwar ein bisschen geruckelt, warum auch immer. Okay, weiter komme ich nicht. Aber hier hin. Okay, der ist gerade da. Ach, wir müssen eh hier runter, oder dann? Kletter und Bäm. Ratten. Überall diese Ratten. Oh, was haben wir denn da? Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen erstmal umgucken. Gut, brauchen wir nicht. Rattenspieß. Also wenn die Seuche durch Ratten weitergeleitet wird, dann. Also verteilt wird, dann ist es doch gar nicht mal so schlau, wirklich Ratten zu essen. Ui. Geil. Nein! Was haben wir da? Münzen! Nein! Betäubungsmittel! Ah! Boah! Ich bleib mal bei der Teleportation. Pistole. Armbrust. Brandbolzen. Armbrustbolzen. Ich bleib mal bei. Achso, bei den. Okay. Gut. Warte. 4 ist dann. 3 ist Betäubung. Armbrustbolzen. Keine Ahnung, was für Bolzen. Ach, Sprengmine? Okay. Oh, die winkt und. Nicht mehr. Hier lang, okay. Ja, wollen wir.
sieht so verpixelt aus. Ich weiß nicht warum. Aber immerhin sind die Ladezeiten sehr schnell. Du betrittst feindseliges Gebiet. Ach nee. Das ist ja auch meine Absicht, dass ich feindseliges Gebiet betrete. Und mich am Kopf kratze. Heilkräuter? Hey, okay. Explosive Flasche. Okay. Walfleisch und nochmal explosiv. Was ist das denn? Ach, das war eine Bombe. Also, okay. Vielleicht können wir die ja gerade gebrauchen. Nein, doch nicht. Warte mal, ich versuch's mal anders. Uah. Achso, ich dachte, die Fächer wären explosiv. Okay, dann noch nicht. Haters fired the first shot, but Bonnie Street Gang fired the last. Ist das etwa eine Anspielung auf Star Wars? Haters fired the first shot. Hasser schießen das, haben den ersten Schuss oder geben den ersten Schuss. Du siehst mich nicht. Wen? Wobei die wissen, dass es ein R ist. Vielleicht bin ich eine Sie. Wer weiß es auch. Vielleicht bin ich auch ein S. Stephen King's S. Warte mal kurz. Betonsbolzen. Nochmal 10 Stück. Okay. Okay, restlich ist Schießen. Ich wollte eigentlich zoomen. Und da ist Schlagen. Okay. Ich hab nicht getroffen, toll. Keine Sorge, ich krieg dich schon. Dann kriegst du mich mal. Der Einzige, der nichts mitkriegt, aber der da hinten, weißt du? Ui, ich hab ihn getroffen. Ah, okay. Ein noch. Oh. Gut, 7. Danke. Okay, der ist bewusstlos. Da. Erstmal ein bisschen hier aufräumen. Genau, ich kann nicht laufen, aber ich kann damit noch springen. Das ist super realistisch. Ein bisschen aufpassen, dass die uns da nicht sehen. Kann ich vielleicht hier eine Falle oder so hinbauen? Wäre natürlich mega, mega geil. Ich weiß, dass es gerade ein bisschen hektisch wirkt, wie ich spiele. Ist aber eigentlich gar nicht. Macht eigentlich gerade einfach nur mega viel Spaß und ich will auch mal wissen, wie es endlich weitergeht. Ich habe immer an der gleichen Stelle aufgehört und so. Und ich war noch irgendwo einer, oder? Wo ist denn der da? Ich weiß nicht, wie lange die Betäubungsbolzen halten. Deswegen werden wir jetzt einfach mal... Ah, Betäubungsbolzen, sehr geil. Schlüssel. Erz und noch was zum... Lesen. Leere Flasche. Ach verdammt, ich hatte aufhören so viel zu essen, da kriege ich noch eine fette Wampe hier. Okay. Der Elixier-Schwarzmarkt. Auszug aus einem Brief. Seit dem Monat der Clans haben wir umfassende Plünderungen beobachtet. Zuerst war es nicht klar, doch jetzt erkennt man ein Muster. Nach dem Ausbruch der Seuche in einem Bezirk trifft die Stadtwache ein. Wir stellen Gebäude unter Quarantäne, erledigen Weiner und deportieren die frühe Infektionsanzeichen zeigen. Anschließend machen die Totenzähler ihre Runden, während die Anwälte die Formalitäten erledigen, die die neuen Eigentümer der Häuser und Geschäfte nach dem Willen des Parlaments bestimmen. Wie ein Uhrwerk fallen kurz darauf die Banden ein und nehmen alles auseinander. Es hat sich ein florierender Schwarzmarkt gebildet, weil jeder das Elixier haben will, aber die meisten es sich nicht leisten können. Selbst Sokolos Variante ist machtlos, wenn man bereits infiziert ist, doch eine regelmäßige Dosis schützt davor, sich mit der Seuche zu infizieren. Einige der Banden haben sich darauf spezialisiert, kleine Mengen zu verkaufen, ohne es zu verdünnen, bevor sie es wieder verkaufen. Ich muss gestehen, hätte ich nicht die Ration eines Offiziers,
Würde auch ich es von Ihnen kaufen. Gerard Corey, Stadtwache, 3. Regiment, Bezirk der Anwesen. Okay, ich würde sagen, ab hier. Was war denn da? Oh! Ich wollte den Aschenbecher. Oh, ich kann alles hier aufheben. Alles. Nur diesen Aschenbecher nicht. Okay. Hallo. Okay. Eventuell wäre es vielleicht schlauer gewesen, dass ich mich mal ein bisschen mehr über das Spiel hier angeguckt hätte. Also mir alle Folgen so ein bisschen angeguckt hätte. Das ist der einzige da, ne? Okay. Ich wollte eigentlich. Ich hoffe, der lebt noch. Oh, was mitnehmen? Alter, du liegst. Da hast gesoffen. Oh. Oh, Entschuldigung. Der hat natürlich jetzt am nächsten Tag Kopfschmerzen, das ist doch wohl klar. Psst. Schlüssel, Draht. Kann ich nicht mitnehmen. Entschärfer, was auch immer. Explosive Flasche. Die ist so hoch explosiv, das ist schon echt nicht mehr legal. Was war denn hier? Okay. Hier ist nix. Und hier. Hier haben wir so viel, dass es schon echt nicht mehr normal ist. Alles mitnehmen. Aus Wut mache ich alles kaputt. Ich habe irgendwie Bock, gerade alles kaputt zu schlagen. Warum auch immer. So. Old Dunville Whiskey Distillery. Was ist denn da? Irgendwas, was so hart ist, dass es eigentlich hätte Papier sein sollen. Okay. Ich habe die Ratte, glaube ich, gerade beim Scheißen gestört. Entschuldigung. Leere Flasche, leere Flasche. Noch mehr Ratten. Und noch ein paar andere Typen. Okay. Ausschließen. Ja, die Tür geht durch mich durch. Genau. Was? Gut, ich kann mich gut hier drunter verstecken. Währenddessen checke ich mal meine Handynachrichten und so einen Quatsch. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, das sind mal meine Finger. Ah, Rezept für Craxton. Craxton, ich komme morgen vorbei, um mir die neue Lieferung anzusehen. Diesmal solltest du eine Hose anhaben und dich nach dem Rezept richten. Pass auf. Ein Teil von Sokolovs Elixier. Ein Teil Bienenwachspaste, 2 Teile Zuckerwasser. Und das war's. Je mehr du von dem echten Zeug reinrührst, desto weniger kannst du verkaufen und desto geringer ist mein Verdienst. Das hier ist schließlich kein Wohlfahrtsschein. Verein. Slackjaw. Ich will nur wissen, wo sein Bruder ist. Hier ist noch was zum Lesen. Der Destilleriebezirk. Okay. Der Destilleriebezirk. Auszug aus einem vor dem Ausbruch der Seuche veröffentlichten Buch, das Erzeugnisse aus Dunval preist. Old Dunval Whisky ist nicht nur das feinste Getränk im ganzen Kaiserreich, sondern auch eine wichtige kulturelle Tradition unter anspruchsvollen Kennern, ob Edelleute oder gemeines Volk. Kapitäne, die ihre Schiffe auf hohe See führen, haben immer eine Flasche für besondere Anlässe in ihren Quartieren. Feine Restaurants und Bars führen selbstverständlich diese Marke und Bauern in ganz Kristol beschenken sich mit Old Dunval Whisky, wenn sie neugeborenen Nachwuchs feiern. Manche mögen widersprechen und anspruchsvolle Getränke wie King Street Brandy oder eine der anderen Marken aus Morley bevorzugen, aber die Verkäufe von Old Dunval waren in den ersten Jahren der Herrschaft von Kaiserin Yasemin Keldwin außerordentlich gut. Ein Trend, der sich so schnell nicht umkehren wird. Gereift und abgefüllt in Dunvals Distillerie im Distrikt, sollten Sie beim nächsten Einkauf nach Old Dunval Whisky fragen.